Willkommen zum heutigen CSGO Watch, meine Damen und Herren. Ich habe hier wieder Mirage und jemanden, der vielleicht gar nicht hackt. Ich kann es nicht fassen. Zumindest rennt er nicht schon volle Pulle auf die Gegner zu. Was sehr entspannend. Ja, es entspannt mich wirklich. Es fuckt so ein bisschen ab, wenn du wirklich jedes Mal am Anfang des Overwatches jemanden hast, der einfach so reinhasselt. Um Gottes Willen, ich kann jetzt nicht. Der so reinhasselt, dass die Balken sich zerbiegen. Ja, zerbiegen, nicht verbiegen. Sie zerbrechen dabei auch, während sie sich verbiegen. Ja, ganz klar. Da hinten ist doch jemand, aimt ultra smooth. Ich glaube, er spielt mit dem Lenkrad, kann das sein? Guck mal guck mal, wie er aimt. Oder er hat irgendwie, ein DPI oder so eingestellt. Er spielt mit DPI 1 und Einstellung in CSGO 0,1. Er spielt so ganz langsam. Habe ich irgendwie 0,0? Habe ich hier? Nee, habe ich nicht. Leute, warum leckt ihr denn so? Aha. Oh! Hat er seinen Mate gerade angeschossen, der Vogel? Er hat doch von seinen Stats her ist er eher schlecht. Er hat voll seinen Mate in den Rücken geschossen, oder? Shit, Mann, jetzt habe ich nicht richtig aufgepasst. Ich habe es nicht ganz genau gesehen, ob er jetzt gerade reingehasselt hat oder nicht. Er zuckelt ein bisschen nach oben. Komm, jetzt machen dich noch an. Oh mein Gott. Ja, okay, er hat schon vorher angefangen zu schießen, noch bevor. Ich glaube, man kann es nicht ganz als Pre-Fire erzählen, weil er wirklich noch davon entfernt war zu springen. Es wirkt auf einmal so, als wenn er auf einmal durch die Wände sehen könnte. Schön, endlich wieder ein Fall, wo es nicht direkt am Anfang klar ist. Das freut mich. Das freut mich wirklich. Da. Ich glaube, er kann durch die Wände schauen, dieser Herr. Ein bisschen Vision Assist ist da schon am Stissel. Aber hat er eben auch auf den Mate geschossen? Das weiß ich nicht. Ich hab keinen Bock, das nochmal anzugucken, je nachdem, wie lange der Fall dauert. Beim letzten Mal wollte ich auch nochmal schnell durchgucken und dann hat das ewig gedauert. Und das ist irgendwie scheiße. Das relativiert sich wahrscheinlich eh, weil er, denke ich, einen Vision Assist auf einmal hat. Zwei Bots. Vielleicht relativiert sich es auch nicht. Also, wir müssen mal ein bisschen auf sein Crosshair-Placement schauen, ob das passt zu den Kills. Schon wieder dein Mate angeschossen, alles klar. Also, er bekommt jetzt den Grief auf jeden Fall. Er hat zweimal Mates angeschossen. Das macht man nicht. Und zwei... jetzt flasht er auch den Kollegen. Spielbehinderung, alles klar. Er hätte ihn jetzt wahrscheinlich auch noch umgebracht, dieser dreckige, behinderte Bastard. Darum, oh shit! Warum haben die so viele Bots? Weil sein Mate cheatet vielleicht? 17-9, 17-11, nee. Sieht völlig legitim aus alles, also die Stats. Ich glaube, er hat einfach nur Grief gedrückt bekommen. Die Leute regen sich über ihn auf, weil er sie flasht, weil er sie anschießt. Reicht schon vollkommen. Mal gucken, ob er sie jetzt auch wieder flasht. Ich will so gern das Gesicht von diesen Bastarden sehen. Das sind so Leute, die sich denken, ist doch nicht schlimm, das ist doch nur ein Kavaliersdelikt, wenn ich grief, weißt? Sowas will ich. Ich will gerne mal sehen, wie die dann gucken, wenn sie einen Bann auf dem Account haben. Das sind dann auch keine Leute, die sich sagen, ich cheate und kaufe mir 80.000 Accounts oder so, sondern die spielen CSGO mit ihrem Haupt-Steam-Account, freuen sich und ärgern so ein bisschen die Leute, haha, tritra, trulala. Und dann würde ich echt, guck mal, da würde ich echt gerne mal sehen, wie so ein dreckiges Stück Scheiße guckt, wenn der Bann drin ist. Also, ja, widerlich. Widerlich! Ich habe es ja auch in einem Overwatch schon angesprochen, dass die Grieferei wirklich extrem, extrem abfuckt, weil sie von vielen als gar nicht so schlimm erachtet wird. Ach Gott, Cheats sind viel schlimmer! Dabei sind die Griefer mindestens genauso schlimm, wenn es darum geht, die Community zu zerstören, also CSGO zu schwächen, die Leute zu nerven und zu ärgern. Das sind Griefer auf der gleichen Stufe wie Cheater. Aber da heißt es immer... Ich troll gerne mal. Naja. Es gibt Trolling, das in Ordnung geht bei CSGO. Versteht mich da nicht falsch. Es gibt's auf jeden Fall. Aber, das jetzt halt nicht. Ihr könnt nicht einfach Leute blocken, Leute anschießen, killen oder einfach so flashen. Das ist bescheuert. Wenn man am Anfang mal aus Spaß jemandem eine Waffe wegschießt, die ihm gedroppt wurde. Haha, komm, lass gut sein. Oder wenn man einmal jemanden flasht oder einmal jemanden aus Versehen oder halb auf Versehen anschießt. Okay. Aber wenn man diese Sachen wiederholt, der hat jetzt schon dreimal Team Attack gemacht, einmal einen gekillt und geflasht. Also wenn sich die Sachen häufen, das geht einfach nicht. Das geht nicht. Unmöglich. Auch wenn man mit einem Full Premade Team spielt, ist es
Also, man muss halt damit rechnen, dass wenn dann jemand reportet, dennoch, zum Beispiel die Gegner, weil die Gegner sich denken, was sind denn das für abgefuckte Bastarde? Das ist für die Gegner ja auch anti-competitive. Die wollen ein richtiges Competitive-Spiel spielen und haben Gegner, die sich gegenseitig killen. Das ist bescheuert. Da könnte man dann, ich will nicht sagen, dass man das macht, aber da könnte man dann auch reporten, ne? Damit ein Overwatcher sich das mal anschaut. Und da hat man dann ganz zu Recht den Griefbann drin. Leider geht der Griefbann erst rein, wenn man einen zweiten bekommt, glaube ich. Das heißt, wenn es ja sein erstes Vergehen ist und er jetzt von allen Overwatchern den Griefbann gedrückt bekommt, dann ist er nur temporär gebannt. Aber beim zweiten Mal, soweit ich weiß, ist der Bann dann permanent. Das heißt, normal wie auch bei Cheat. Das ist dann so wie bei einem Cheater. Die Skins sind praktisch im Arsch, weil sie an den Account gebunden sind und nicht getradet werden können, weil der Account den Bann hat. Die diffusen. Und alle sind auf A. Ein super Team. Das ist ein super Team. Sau gut. Lecker. Was ein dreckiger Barstund. Also Griefing over 9000. Der Rest war in Ordnung, oder? Oder war da noch was? Ich habe nicht genug Beweise, um das jetzt zu drücken. Da habe ich jetzt wirklich auch nicht großartig drauf geachtet. Weil es ja so normal aussah. Ja, doch, die eine Stelle da, wo einer im Windows saß und er auf Short war, direkt am Anfang irgendwann, er war auf Short, kam gerade von B und der schmeißt eine Nade. Ich weiß nicht, ob er das nicht schon vorher gesehen hat, dass der gerade die Nade schmeißt. Ich glaube, es gibt eben auch Warlock, wo man dann richtig die Umrisse, ähnlich wie wir, sieht und auch sieht, wenn jemand halt Waffen wechselt oder eine Granate in die Hand nimmt. Aber ich drücke ihm jetzt Grief, weil das zu 100% der Fall ist. Ich hoffe, das ist sein zweiter und er ist jetzt für immer weg. Wenn nicht, ist es zumindest sein erster und er hat erstmal eine Runde einen Bann drin. Ich weiß nicht, wie lange dieser erste Grief-Bann hält. Aber der zweite ist dann, glaube ich, wie gesagt, permanent. Leute, weg mit den Bastarden. Hört auf zu cheaten, hört auf zu griefen. Macht sowas nicht. Spielt einfach gemütlich vor euch hin. Wenn ihr griefen wollt, dann, keine Ahnung, fasst eurer Mutter oder einen Rock oder so einen Scheiß. Aber geht nicht in CSGO rein und nervt rum. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, schön Daumen, verhauen, Kommentare. Ciao, ciao.